Hallo und willkommen zurück zu. Ja, zu Blackguards, zu das schwarze Auge. Und wir reisen weiter. Die Tür ist jetzt offen, jetzt können wir zu den Zellen und dann schauen wir mal, was wir da noch so haben. Wir könnten auch direkt zum Ausgang, aber das will ich nicht. Erleichtere dich, zu viel Gewicht behindert dich im Kampf. Verkaufe Gegenstände und entferne sie über Wegwerfen aus deinem Inventar. Noch mehr Wachen. Das war's dann wohl. Wartet, ich weiß, wie ich sie aufhalte. Wenigstens für eine Weile. Zuberan kann die Wachen aufhalten, um eine magische Wand zu zaubern. Öffne dein Ringmenü und wähle Zauberschutz, Fortifex und dann Stufe 2 für eine 2 Felder breite Mauer. Aha. Anschließend wähle die Hexfelder, auf denen die unsichtbare Wand erscheinen soll. Die blau hervorgehobenen Felder zeigen die Zauberreichweite. Der Wirkungsbereich eines Zaubers wird orange angezeigt. Das heißt, wir gehen jetzt auf Schutz. Auf 2. Dann klicken wir hier hin. Dann dahin. Die Zellen! Öffnet die Zellentüren! Klicke mit der linken Maustaste auf einen Hebel, um eine Zellentür zu öffnen. Befreie so schnell wie möglich alle Gefangenen. Denke daran, dass du mit V alle interaktiven Objekte anzeigen kannst. Es sind nur 2. Wieso kann man die rechten anvisieren, die linken aber nicht? Naja. So, im Grunde wurscht. Dann lassen wir den direkt dahin laufen. Wobei. Ja. Naja. Entweder der kann es nicht oder. Da gibt es keine Option mehr zu benutzen. Den ja geht. Der zeigt aber nichts an. Die sind wahrscheinlich kaputt. Oder so. Da können wir hier mal dieses... Wo war denn das drin? Oder ist das automatisch, dass er Geheimnisse entdeckt? Das sind alles Zauber. Gehen wir halt dahin. Ach, das ist doch der falsche gewesen. Das ist der Sinnesschärfe. Was auch immer das jetzt gemacht hat. So, mit dem habe ich aber ja die Fähigkeit, ach, damit deckt man Fallen. Fallen und, Fallen. Objekte und Fallen der Stufe 1 sichtbar.
Okay, also der Zwerg muss dir entdecken und der muss dir entschärfen hier. Ja, jetzt können wir es aufmachen. Kann man denn da drüber schießen? Der kann ja auch jetzt mit seinem Bogen ballern. Aber anscheinend nicht dahin. Das kann an der Wand liegen. Oder im Winkel. Anscheinend an der Wand. Bleib mal da stehen. Keine Ahnung, wie lange das Ding hält. Ah ja, okay, das ist zumindest schon mal weg. Dann laufen wir jetzt dorthin. Und können ein wenig casten. Der hier war, glaube ich, ja, der war einfacher. Amatrutz ist Rüstung. Das hier war die Barriere. Wobei ich nicht glaube, dass ich den Stufe 1er da mal zaubern werde. Das ist ein Schwächungszauber. Okay. Wir wollen aber Schaden machen, kann er aber von da aus nicht. Okay, ich nehme an, dass die da den Weg blockieren, dass er eine freie Schussbahn braucht. Na, ich drücke mal die rechte Maustaste zum Bewegen. Zumindest da immer noch nicht schießen. Genug Chaos! Verschwenden wir! Gewonnen. Okay. Und? Wie lautet der Name nun? Der Name, nach dem die Bernsteinbrille dich gefragt hat. Die Bernsteinbrille war mein Freund Lysander. Bei den Zwergen trinken Freunde miteinander, statt sich zu foltern. Jedem das Seine. Warum hat man dich eingesperrt? Ja, ich meine, die haben ja auch so auf ihre verrückten Sachen erzählt. Dann sind wir auch mal. Ich soll jemanden getötet haben. Eine Prinzessin. Und? Hast du? Ich weiß es nicht. Und was hat es nun mit diesem Namen auf sich? Ich weiß es nicht. Mir scheint, du weißt überhaupt nicht viel. Kanntest du diese Prinzessin gut? Ihr Vater, Graf Urias, hatte mich in seine Dienste genommen. Lysander kannte sie besser. Sie und ihr Bett? Sozusagen. Graf Urias? Nie von ihm gehört. Er war ein Held. Ein Zauberer, der sich für das Horasreich verdient gemacht hat. Die Kaiserin selbst hat ihm den Grafentitel verliehen. Aber in der Hauptsache ist er Forscher. Mit einer Vorliebe für exotische Völker. Waldmenschen,
Echsenmenschen. Klingt mir mehr nach einem Bösewicht. Tjo. Landsitz des Grafen Urias, 5 Wochen vor Elernors Tod. Nimm schon das verfluchte Holzschwert. Warum duellieren wir uns noch? Ist das denn wichtig? Ich glaube, du hast Elanor beleidigt. Das ist nicht wahr. Wir waren betrunken. Ich weiß aber, dass ich dich zum Duell gefordert habe. Oder du mich? Seid nicht albern. Lass sie doch. Ich will sie kämpfen sehen. Bis zum 5. Treffer. Duell annehmen. Gut, bis zum 5. Schlag. Na endlich. Im Blackguards kannst du deine Umgebung zu deinem Vorteil nutzen. Versuch zum Beispiel Gegner in schlammige Pfützen zu locken und so zu Fall zu bringen. Du wirst immer wieder solche Umgebungselemente finden, die dir helfen, aber auch schaden können. Halte die Augen offen. Mhm. Das heißt, wir laufen jetzt einfach dahin und lassen ihn in die Pfütze laufen, ja? Wieso sollte der denn in die Pfütze laufen wollen? Ich würde gerne meine Waffe wechseln. Erneut versuchen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was mir die Pfütze genau gebracht hat. Nimm schon das Verf... Warum ist das... Das ist... Wir waren... Oder... Seid... Lasst... Bis zum... Gut. Na... Und zu Fall zu bringen. Oder ist das gar keine... Ne, das hier unten soll die schlammige Pfütze sein. Das hier ist nur ein Deckel von irgendwas. Okay. Dann laufen wir halt dahin. Dann laufen wir selber da rein. Und fallen auch hin. Super. Bewegen wir uns ein Feld weiter. Warten. Er fällt hin. Wir haben wieder eine 100% Chance. Der braucht wieder eine Runde, um aufzustehen. Oder mehr. Dann bewegen wir uns wieder. Ist die Frage, ob da unten... Na okay, der läuft unten rum. Das ist zumindest ganz gut vom Interface her angezeigt. Ich kann ja immer noch angreifen, wenn ich jetzt Leertaste drücke. Jetzt bin ich ja immer noch in demselben Zug dran. Das heißt, ich fange jetzt auch den nächsten wieder an und kann direkt nochmal angreifen. Verflucht! Und wessen Ehre ist jetzt wiederhergestellt? Was weiß ich. Komm, Elanor, wir bereiten das Lamm vor. Ah, wie habe ich das alles hier vermisst? Du siehst heldenhaft aus. Ich bin beeindruckt. Ein Held? Das ist das Letzte, was ich sein will. Gut so. Dann lass uns etwas Böses tun. Wie früher. Der alte Eukaldiki hat keine Zähne mehr. Das müssen wir ausnutzen. Du bist wirklich unverbesserlich.
Warst du schon bei Urias? Er will mit dir sprechen. Ach, der Graf kann warten. Ich bewege mich nicht in der Mittagssonne. Langsam. Aurelia? Wer ist Aurelia? Du machst mich neugierig. Nein, genug geredet. Ich gehe zurück nach Neta. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Aber ich erwarte nicht, dass ihr mich begleitet. Warum nicht? Ich wollte schon immer mal die Brücke der heiligen Talionmehl sehen. Dann ist ja alles geklärt. Auf geht's. Die heilige Talionmehl. Ja, das ist auch eine sehr schöne Geschichte in einem Roman gewesen. Kann ich auch empfehlen. Vom Heine Verlag gibt's eine ziemlich dicke Romanreihe von unterschiedlichen Autoren. Und da gibt's halt auch, ich glaube, 2 Bücher zur Talionmehl. Dies ist die Weltkarte. Hier kannst du den Weg deiner Gruppe bestimmen. Im Laufe der Geschichte wirst du mehr und mehr Orte freischalten, die du bereisen kannst. Leuchtet dein Wegpunkt, kann betreten werden. Der Pfeil zeigt, zeigt dir dein aktuelles Questziel an. Reise jetzt nach Neta, um dort mehr über Elanors Tod herauszufinden. Aber erstmal werden wir jetzt hier speichern. Neu. 2-1. So. Wir können also nur nach Neta. Achso, wir sind da in diesem Feuerchen. Die Karte ist aber ganz cool gemacht. So ein bisschen Pseudo-3D. Das gefällt mir. Drohl. Mikram, ich habe überhaupt keinen Sinn dafür, wo wir hier sind. Ich vermute, dass hier oben das liebliche Feld ist. Noch weiter im Norden Torwall. Und hier müsste dann wahrscheinlich irgendwo Gareth liegen. Oder vielleicht ist es auch der Finsterkamm. Ich habe keine Ahnung. Können wir leider nicht weiter rauszoomen. Aber diese... Die meisten dieser Orte, die habe ich noch nicht so wirklich gehört. Na gut. Wir gehen nach Neta. Fernkampf im Nahkampf. Ja, hatten wir eben schon mal. Die sind dip. In Städten rüstest du dich aus, heilst deine Wunden und erhältst neue Quests und Informationen. Heiler kümmern sich um deine Wunden und Vergiftungen. Je ramponierter deine Gruppe ist, desto mehr Geld kostet die Heilung. Bei Wirten kannst du für ein paar Silbertaler übernachten. Dadurch werden alle Lebensnost 3 Punkte der Gruppe wiederhergestellt, allerdings weder Wunden noch Vergiftungen geheilt. Sprich mit der Wirtin Missanti, um Informationen zu sammeln. Klick auf die Figur, um mit ihr zu reden. Aha, heute gar nicht gut gelaunt? Heute nicht, Donna Missanti. Schwierigkeiten? Du weißt ja, hier ist immer ein Bett für dich frei. Für einen Silbertaler. Die Stimme kenne ich aber. Irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man sagen. Graf Urias Tochter ist tot. Ermordet. Tja. Das schöne Mädchen. Warte. Kanntest du sie nicht näher? Ja, macht ja keinen Sinn, das zu leugnen. Ja, ich kannte sie. Kein Wunder, dass dein Gesicht aussieht wie 3 Tage Regen. Übermorgen wird der Mörder aufgeknüpft. Raios, verfluche ihn. Prinzessin Elanor war immer gut zu uns allen. Wisst ihr irgendetwas über Lysander? Den Alchemistensohn? Es heißt, er hat gestern ein Schiff nach Süden genommen. Nach Mengbilla, glaube ich. Kein Wunder, dass er von hier fort wollte. Er stand Prinzessin Elanor sehr nahe, nicht wahr? Wo ist Graf Urias? Verschwunden. Niemand weiß wohin. Nicht einmal zur Grablegung seiner Tochter ist er geblieben. Wir wollen nicht irgendwann, Donna Missanti. Travia mit dir.
Vielleicht sollten wir uns erst ausrüsten. Ich könnte auch etwas zu trinken vertragen. Mhm. Dann haben wir hier den Lehrer. Und was haben wir hier? Ein Händler. Ah, ein alter Schüler. Sieht nicht so aus, als wäre was Nützliches aus dir geworden. Kein Wunder. Warst schon immer ein Nichtsnutz. Dachtest wohl, die Götter hätten dich gesegnet. Aber es kommt eben nicht darauf an, wie schön du bist oder wie stark oder wie gewandt. An deinen Talenten musst du arbeiten. Schleifen, schleifen, schleifen. Jeden verfluchten Tag. Mhm. Weiter zuhören. Sicher stolperst du auch immer noch unvorbereitet in jedes Duell. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst dir einen besseren Gürtel zulegen? Willst du Tränke und Wundbinden im Gefecht erst aus dem Rucksack hervorkramen? Gürtel sind wichtig. Aha. Aha. Tja, und jetzt treibst du dich mit so einem südländischen Scharlatan herum. Zobaran aus dem Hause Florios. Beim Zaubern mag das ja anders sein, Signore. Feuerzauber zum Beispiel. Dazu braucht es Mut. Aber das ist eben nicht alles. Man muss studieren, studieren, studieren. Jeden einzelnen Spruch. Feuerzauber werden ohnehin überschätzt. Aber die Leute wollen heute immer den leichten Weg gehen. Brachiale Gewalt. Von den subtilen Feinheiten unserer Kunst will niemand mehr etwas wissen. Immer weiter. Gewiss, manche Zauber setzen auch körperliche Kraft voraus. Wie der Corpo Fesso. Aber in der Regel zählen die inneren Werte. Intelligenz, Ausstrahlung, Tapferkeit. Und dieses Männlein? Grobschlächtig wie ein Schlachter. Wie? Ein klobiges Beil kann er vermutlich schwingen. Aber wie sieht es mit einem Bogen aus? Jede Waffenart braucht Übung. Ja, das ist harte Arbeit. Sehr harte Arbeit. Weißt du wenigstens noch, was ich dich über Verteidigung gelehrt habe? Nein. Stehst du mehreren Gegnern gegenüber, kannst du nur den ersten abwehren. Also zählt was, um den weiteren Schlägen auszuweichen? Beinarbeit. Natürlich hast du das alles vergessen. Meine Warnungen sind in den Wind gesprochen. Geh und finde das Ende, das du verdienst. Geh und finde das Ende, das du verdienst. Aber lernen können wir da anscheinend nichts. Alricio! Du? Solltest du nicht längst am Galgen hängen? Ich wurde freigestellt. Ich konnte fliehen. Ich konnte fliehen. Aber jetzt? Aber jetzt kommst du ausgerechnet zu mir. Du hast Nerven. Ich habe Elanor nicht umgebracht. Mag sein, mag nicht sein. Was willst du von mir? Wo ist Aurelia? Ist sie in Neta? Nein. Horatio sagt, sie ist verschwunden. Und das solltest du auch tun. Und die Prinzessin? Sie wurde bereits in die Gruft der Kalamals gebracht. Die Geweihten hatten einige Mühe, ihren Körper wieder herzurichten, heißt es. Noch was? Ich brauche Ausrüstung. Mhm. Bei Händlern lassen sich viele nützliche Gegenstände erwerben. Auf der linken Seite ist das Angebot des Händlers, auf der rechten dein Gruppeninventar. Um einen Gegenstand zu kaufen, ziehen einfach vom Händlermenü in dein Gruppeninventar. Um einen Gegenstand zu verkaufen, ziehe von deinem Inventar in das Händlermenü. Alternativ kannst du Gegenstände auch mit Umschalten, Linksklick ohne Sicherheitsabfrage ein- oder verkaufen. Über die Pfeile über deinem Gruppeninventar. 3. Wo ist hier 3? Sehe ich nicht. Kannst du zum Ausrüstungsmenü wechseln, um die ausgerüsteten Gegenstände der Helden mit dem des Heldners zu vergleichen. Die hier. Ah, okay. Und nun?
Wir gehen zum Friedhof. Guter Plan. Schaufeln wir uns vorsorglich ein Grab. Bevor du weiter siehst, solltest du deine Werte steigern im Laufe der Geschichte. Erhält jeder deiner Helden Abenteuerpunkte. Diese kannst du einsetzen, um Fähigkeiten zu verbessern. Die Steigerung kostet dich eine bestimmte Zahl an Abenteuerpunkten. Klicke auf Plus, um Fähigkeitenpunkte zu verbessern. Willst du eine Steigerung rückgängig machen? Klicke auf Minus. Die ausgegebenen Abenteuerpunkte werden dir dann wieder zugeschrieben. Je besser deine Fähigkeit bist, desto mehr Abenteuerpunkte musst du aufwenden, um sie zu verbessern. Ja, ist ja ein Ding. Nicht, dass ich ja schon die Charaktererstellung hinter mir habe. Du hast auch Abenteuerpunkte, kannst auch Abenteuerpunkte sparen, um später bei Lehrmeister neu zaubern, Sonderfertigkeiten zu lernen. Da kommen wir zum Friedhof. So, erstmal gucken, was wir hier noch so haben. Ich finde das hier super unübersichtlich. Ja, das ist ja offensichtlich besser, als was ich anhab, weil ich nichts anhab. Schwacher Heiltrank. Wieso so eine Fackel 3 Gold wert ist, also 3 Dukaten wert ist, weiß ich nicht. Okay. Der bräuchte eigentlich einen Stab. Talente. Zauber. Na, die einzige, eine Wurfwaffen hat er noch, aber ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Der könnte einen Stab brauchen. Aber der kann halt hier auch gut einfach weiter Zauber casten. Vielleicht sollte ich den weiter ausbessern einfach, damit ich... Forderlicher Wert 8. Dürfte ja auf jeden Fall Sinn machen. Kostet dann 10. Müssen wir erst anklicken. So, runter. 8 bis 18 macht er dann. Klingt sinnig. Machen wir das einfach mal. Und bei unserem Herrn Zwerg. Oder Moment, erstmal haben wir hier noch 200, weil Gewandtheit kostet mehr. Der Zwerg kann ja hier diese Kampffähigkeiten brauchen, aber da braucht er noch mehr Punkte für. Und ich wollte mit dem die Sinnesschärfe weiter ausbauen. Das hier ist eine Lehrmeister-Sache, kostet 500. Ja, warten wir. Ich könnte halt theoretisch noch Sachen einkaufen, aber wir haben jetzt auch, sind nicht unbedingt reich. Eine Hose und eine Fackel, die können wir wohl verkaufen. Dann sind wir die schon mal los. Noch was? Weg. Ist auch alles noch zu teuer. Ich weiß nicht, ob man die dann wieder einsammelt oder so. Ich nehme aber an, dass das auch sehr viel Trial and Error wird in den Kampffeldern, dass man einmal in die Fallen läuft, die dann weiß, wo die sind, dann entdeckt und dann mit dem anderen Charakter aussammelt. Im wilden Süden braucht ihr Waffen.
Und meine sind die besten. Ja, ist alles viel zu teuer. Einen Ball könnten wir halt theoretisch kaufen, aber ich glaube, es lohnt nicht. Ja, und zu dem Zeitpunkt hätte man jetzt quasi schon die Collector's Editions Items und die waren pervers stark. Da brauchte man dann auch nichts mehr kaufen, sondern man konnte einfach mit den Sachen alles... Die Götter zum Gruße. Naja. Wenn ihr mal verwundet seid, kommt zu mir. Bin ja mal nicht verwundet. Okay. Dann machen wir hier nochmal einen Save. Jawohl. Dann gehen wir zum Friedhof. So viele Gräber. Kalamals Gruft müsste hier irgendwo sein. Auch abseits der Weltkarte gibt es viel zu entdecken. Klicke auf eines der Gräber, um es zu erforschen. Über den grünen Wegpunkt kannst du in die Stadt zurückkehren. Das scheint der grüne Wegpunkt zu sein. Wir wollen zur Kreuzung. Große Objekte auf den Kampfkarten bieten Schutz vor Fallen, Bolzen und vielen Zaubern. Hohe Objekte. Hohe Objekte bieten mehr Schutz als halbhohe Objekte. Fernkämpfe und Zauber können nur auf Gegner zielen, die sich in ihrer Sichtlinie befinden. Sind große Objekte oder Einheiten im Weg, ist die Sichtlinie unterbrochen. Auch handelnde Figuren auf dem Schlachtfeld versperren Sichtlinie. Dabei spielt ihre Größe eine nicht zu unterschätzende Rolle. Über einen Zwerg wie Naurim können andere Charaktere hinweg mit einer Waffe mit hoher Reichweite angreifen, mit einem Speer. Ein riesiger Oger hingegen wird auch auf den meisten Kampfkarten kaum Deckung finden und sich auch so verhalten. Der Zwerg ist dran. Haben wir hier irgendwas, was wir benutzen können? Nö, absolut nichts. Dann hauen wir den einfach zu Klump. Jede Figur kann pro Runde nur einen Gegner parieren. Achte darauf, dass in der Helden nach Möglichkeit nicht von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen werden. Der hat eine 75% Chance, auf den haben wir eine 90% Chance. Aber den können wir gar nicht angreifen. Der hat noch ein bisschen was. Würde ich sagen, lassen wir den laufen. Da laufe ich jetzt erstmal dorthin. Dann kann ich noch angreifen. Ach, jetzt hat der Schutz durch den Stein. Das ist ja doof. Dann nehmen wir den. Schön. Der läuft weg. Und kann jetzt den zaubern. Na gut, es sind nur zwei. Machen wir trotzdem. Zu dumm. Ah, und ist gefisselt. Aua, 16. Beide 75%, auf dem 90. Ja. Ah,
Vielleicht zu nah dran. Da haben wir ja zumindest eine glatte Schusslinie, 90. Der muss auf jeden Fall zuerst weg. Der hat auch nicht mehr viel. Noch 3. Das heißt, der sollte eigentlich jetzt kaputt sein, wenn wir dem nochmal eine reinbügeln. Aber nicht mit der... dem Dingen da. Der verendet gleich. Laufen und einmal mit Q heilen. Verdammt! Auch wieder gefisselt, gibt's doch gar nicht. So. Der kann jetzt da seinen Zauber mal benutzen, 87%. Ja, Hit ist es nicht. Daneben. Der hält noch 12 aus. Da haben wir eine glatte Schusslinie, soweit ich das sehe. Nein! Doch, doch. Und laufen. Wobei, eventuell kann er auch schon von hier casten. Jo. Der darf ranlaufen. Der muss sich versuchen zu heilen. Na, immerhin. So, auf ein neues. Gut. Der kann sich noch mal heilen. Das war wohl nichts. Na, Heilkünste halten sich in Grenzen. Ein Messer, gehärtete Lederstiefel und Jagdpfeile. Wir nehmen natürlich alles. Heile ein Boden. Okay, kann ich nicht lesen. Zu schnell weg gewesen. Also theoretisch könnte man hier auch rasten, aber... wer will schon rasten? Speichern. Speichern wir auch hier drüber. Jawohl. Weiter. Dann gehen wir mal in diese Krypta dort. Wunden behindern dich im Kampf. Kaufe Bandagen und suche Heilung. Okay, die sind jetzt fleißig Mana am Erregen. Da haben wir... okay, Barrieren. Der Magier ist aber erst gleich dran. Das ist der... ja, das heißt, die kriegen wir auch nicht abgesperrt. Es sei denn... das ist der letzte...
Okay, den kriegen wir abgesperrt. Dann machen wir das so, dass ich... Das heißt, wenn der Zauber funktioniert... Dahin. Ach shit, dafür hat er gar nicht genug Mana. AP 12. Na super. Mit dem kann er ja... Ach, der kann auch nicht da drüber zaubern. Zehn. Brennen tun sie gut. Die sind gegen diese Waffen, den Waffentypen immun, glaube ich. Der muss jetzt quasi sein Set wechseln. Der ist jetzt im Eimer. Ah, leider noch nicht ganz. Der macht's auch nicht mehr lang. Das sieht nicht gut aus. Der Zwerg, der möpelt gleich ab. Dann heilen wir den mal, wenn möglich. Ja, wieder gefailt. Wenn da nicht alles so verdammt häufig fisseln würde. Den müssen wir heilen hier. Es trifft nichts. Der ist immerhin weg. Aber egal, wer davon jetzt einen Schlag abbekommt, die sind beide im Arsch. Oha, der hat gesessen. Der kann schnell weg. Noch zwei. Weg. Das ist ein interessantes Grab, aber es muss eins der anderen sein. Natürlich. Ein schwacher Zaubertrank, ein schwacher Heiltrank. Wir nehmen natürlich alles. Müssen dann allerdings auch jetzt rasten. Ach, der hat doch zwei Wunden.
Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hier stellen die Wunden da. Messer. Jagdpfeile. Ja, die kann er da alle einpacken. Gehärtete Lederstiefel. Die sind aber nicht besser als das, was der anhat. Anscheinend. Kann er trotzdem mal austauschen, weil die zu dem Set gehören. Okay, ja, müssen wir rasten. Würde ich sagen. Speichern. Jawohl. Jetzt können wir hier rasten. 2 Rationen Proviant übrig. Ist jetzt ausgeruht. Und damit können wir jetzt weiter zur nächsten Krypta. Wuftis. Die Kampffelder sind extrem klein. Also ich sehe da jetzt nicht so unbedingt die taktischen Möglichkeiten. Und diese tolle interaktiven Objekte gibt es ja jetzt auch wieder genau gar nichts. Tja, wen soll man da nehmen? Ist dann auch wieder ziemlich willkürlich, fürchte ich. Mit dem hätte ich die Waffen vorher wieder ändern müssen. Ja, dann lade ich das gerade nochmal, damit ich diesen Zug nicht verschwendet habe. Das ist das aktive Waffenset. Dahin. Aua. Okay. Tun. Okay, der hat 90. Dann greife ich den auch zuerst an. Danach kommt er ja eh angelaufen. Und mit dem müsste ich jetzt auch auf ihn casten. Ich meine, er kann da ja sonst nichts tun. Kann er die Rüstung erhöhen, aber ein Gegner, der tot ist, der macht halt auch nichts mehr. Das hier scheint mir hier immer noch das Stärkste. Und die sind ziemlich zuverlässig, seine Zauber. Das senkt die Trefferchance aber extrem. Den sollte ich anscheinend nicht verwenden in dem Fall. Okay, zu Boden geworfen. Ah, gefisselt. Wenn ich die jetzt nicht tot bekomme, dann stirbt der Zwerg sowieso. Natürlich haben beide Sachen, die ich auf Risiko gemacht habe, nicht getroffen.
Das war aber jetzt auch gerade quasi das Maximum an taktischer Vielfalt, was ich hier machen konnte. Also, naja. Ich meine, die sind ja sofort an mir dran. Was soll ich denn, was soll ich denn da noch groß bewegen und tun? Wenn der zumindest vorher diese Barriere zaubern könnte, aber das geht ja auch nicht, weil vorher ist der andere dran, also... Für mich sieht das so aus, als wenn ich hier auf Risiko spielen muss, um möglichst schnell einen von beiden zu töten. Aber das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Na, wieder gefisselt. Da können wir auf Nummer sicher gehen, der ist tot. Na, nur eins Schaden, okay. Wir haben anscheinend gut viel Rüstung. Können wir vielleicht doch die Rüstung hier mal senken? Ne, das senkt nicht die Rüstung. Das senkt nur die Gewandtheit. Aber der stirbt eh jetzt, wenn der Zwerg drauf angreift. Also macht der stattdessen hier drauf. Wenn dann nicht wieder fisseln würde. Und dann mal ein Grafikfehler. Okay, jetzt war nur zu Boden geworfen. Nehmen wir die 70. Wer ist der Nächste? Quatsch. Okay, dann machen wir doch das. Gewandtheit reduzieren. Der hat eine Trefferchance von 26%. Das kann er ja direkt mal vergessen. 87, da bleiben wir halt weiter bei den 0815 Angriff. Aber ich sehe im Moment noch nicht, wie hier... groß Taktik reinkommen soll. Das ist im Moment pures Glück. Das kann nicht die richtige Gruft sein. Dann hoffe ich bloß, diese Hunde haben nichts Wichtiges bewacht. Proviant. Alles nehmen. Und dann können wir wieder nur... Dann müssen wir wieder rasten. Sollte der nicht automatisch die... Leute verbinden oder braucht er dafür was? Na gut, dann werde ich hier erstmal speichern und neu. Dann wird's beim nächsten Mal hier weitergehen. Bis denn!